Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Eine neue Woche, ein neuer Vlog. Kurzer Disclaimer, wenn euch diese Stelle vom Vlog hier nicht gefällt, skippt einfach nach vorne, denn ich stelle jetzt alle meine Mützen, Beanies, Caps, alles Mögliche vor, weil ich sehr oft danach gefragt werde und schon länger vorhatte, die dann einfach mal vorzustellen in einem Video. Erste Cap, die ich besitze, habe ich hier schon auf, und zwar ist es die Cap von NFS, No Fave Studios. Gefällt mir sehr gut, trage ich in letzter Zeit öfter. Das ist so eine Trucker Cap, also die ist nicht so tief geschnitten. Relativ klein, aber hat diese geile Distressed-Optik direkt von Haus aus. Gibt es, glaube ich, auch noch in Schwarz. Habe ich jetzt in Beige. Kostet, glaube ich, so 40 Euro. Preis ist okay. Machen wir mit meiner teuersten Beanie weiter. Und zwar ist es die hier. Die habe ich mir letztes Jahr gekauft. Hat auch den hochwertigsten Stoff. Hat hier so einen 3D-Strick. Also so zwei Layers mäßig. Weiß und schwarze Details. Gefällt mir eigentlich ganz gut. Sieht aber bei mir jetzt nicht hundertprozentig geil aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist auf jeden Fall nicht meine Lieblingsbeanie, aber wird ab und zu mal ausgepackt. Machen wir mit zwei Beanies weiter, die beide von Supreme sind. Einmal die diese grüne Beanie. Ich habe keine Ahnung, wie die genauen Fachbegriffe zu diesen Beanies sind, also unter welchen Namen man die googeln kann. Auf jeden Fall ist das eine Beanie aus der Fall Winter 23, glaube ich. Letztes Jahr also gekauft. Hier mit dem ganz normalen Box-Logo Supreme. Fällt mir sehr gut, vor allem der Stoff von der ist richtig geil. Zweite ist in so einer Waffle-Optik. Habe ich tatsächlich beim Supreme Sale gekauft. Trage ich nicht so oft, weil es eine sehr aggressive Farbe ist, aber gefällt mir dennoch sehr gut. Hatte ich wirklich erst zwei, drei Mal an, aber kann man nichts mit falsch machen. Für die habe ich, glaube ich, so 20 bezahlt, für die hier 40. Machen wir mit den beiden Beanies weiter, wo ich mit Abstand am meisten gefragt werde, woher die sind. Und zwar sind das diese beiden in diesem Strickmuster. Sieht man hier auch, also ist auf jeden Fall gestrickt. Ich weiß auch nicht, warum ich immer so viele Fragen kriege, woher diese Beanies sind. Ich habe die in jedem Post, wo ich die trage, wirklich verlinkt. Einer meiner teureren Beanies, die beiden haben, glaube ich, 60 Euro gekostet und dann kommt auch nochmal Shipping drauf von UK. Ist nicht ganz billig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe diese hier am Black Friday gekauft, da hat sie auch viel weniger gekostet. Kommen wir zu einer Cap, die ich erst neulich gekauft habe. Und zwar ist es diese Cap hier von Supreme. Werde ich auch sau oft gefragt, woher ich die habe. Hallo, hier steht Supreme drauf. Ich hatte die in drei Vlogs vorgestellt, finde ich crazy, aber naja. Hat hier diese Jersey-Optik, also verschiedene Trikotnummern einfach drauf gestickt, was mir richtig gut gefällt. Hier nochmal das New Era-Logo und hier halt einfach Supreme. Kommen wir zu zwei weiteren Caps. Die hier, die ist schon richtig alt. Ich glaube, die habe ich vor anderthalb Jahren bei Lowlights gekauft. Gefällt mir eigentlich noch relativ gut. Habe ich aber wirklich echt nicht oft getragen. Das muss ich auch real keepen. Aber also nicht mehr wirklich das Wahre, aber ja. Die zweite Cap ist eine Camouflage Trucker Cap von Urgency Files. Ist vorhin bei mir angekommen, gefällt mir richtig gut. Qualität scheint auch eigentlich relativ gut zu sein. Hier der typische Print von Urgency Files, der auch auf dem T-Shirt war und dann halt in dieser geilen Camouflage Optik. Ich habe mir überlegt, genauso eine von Stussy zu holen. Jetzt habe ich eine von Urgency, werde ich auf jeden Fall auch tragen, da bin ich mir ziemlich sicher. Kommen wir zu meiner Lieblingscap, die habe ich auch noch nicht oft getragen, ich habe die auch noch nicht so lange. Und zwar ist es diese Custom-Made Cap von New Era. Was für ein Brett ist das hier bitte? Distressed und diese Pearl-Optik hier hinten. Natürlich der Goat, ihr wisst Bescheid. Nein, nein, nein. Geisteskranke Cap in diesem Pink gefällt mir richtig gut. Okay, das nächste ist ein bisschen Overkill, aber ich habe einfach vier verschiedene Carhartt Mützen. Das war meine allererste Markenbeanie, würde ich mal sagen. Ich glaube, die kosten alle 30 Euro. Habe ich aber vor Ewigkeiten für 10 oder 15 gekauft als Zalando Lounge. Sind eigentlich immer noch ganz geil, wenn es so einfach auf wirklich schnell und casual gehen soll. Also trage ich wirklich nicht mehr so oft, muss ich natürlich recapen. Kommen wir zu einem Vintage Piece, was ich auf dem Flohmarkt gefunden habe. Und zwar ist es dieser Hut von Stussy. Hier sieht man noch mit dem älteren Stussy-Schriftzug bzw. einfach einen anderen Karo-Optik. Ich kann es nicht ganz beschreiben. Gibt mir ein bisschen Flanell-Vibe. Habe ich damals, glaube ich, auf dem Flohmarkt für 8 Euro gekauft. Bin ich sehr zufrieden. Ist auf jeden Fall kein Fehlkauf gewesen. Habe ich aber, glaube ich, diesen Sommer kein einziges Mal aktiv draußen getragen. Kommen wir einmal zu einer nächsten Beanie von Lowlights. Die ist wirklich schon uralt. Habe ich einmal auf dem Flohmarkt gekauft für irgendwie 3 Euro. Habe ich bis dahin auch noch nicht getragen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ist jetzt nicht wirklich sonderlich krass, muss ich ganz ehrlich sagen. Habe ich aber jetzt einfach. Kommen wir zu einem etwas interessanten
Kleidungsstück, würde ich es mal sagen. Und zwar ist es diese Haube, würde ich mal sagen, von Safety Beers. 100% echt. Ja, hat halt wirklich diese Bärenhauben-Optik. Wie soll ich das beschreiben? Sitzt sehr angenehm. Habe ich jetzt auch nicht mehr so oft getragen. Aber die wird auf jeden Fall im Winter wieder rausgeholt. Da bin ich mir zu 100% sicher. Dann besitze ich auch einfach nochmal hier so eine Mütze. Ich weiß nicht genau, wie die heißt. Dann habe ich auch noch diese hier von Arctrix. Die ist ein bisschen enger liegend. Trage ich sogar erstaunlich oft gerne zum Joggen, weil die halt wirklich nicht loose ist. Die sitzt perfekt auf dem Kopf und hält halt wirklich dich obenrum richtig schön warm. Kommen wir zu meiner einzigen Balaclava, und zwar ist es diese Loose Balaclava von Colors Clothing Company. Also die ist wirklich echt nicht eng anliegend und das feiere ich auch an der. Hält auf jeden Fall schön warm. Also zum Beispiel Ohren und Hals sind dadurch richtig geil geschützt. Hat hier nochmal diese zwei Strings. Ist ein richtig geiles Accessory für irgendwelche Outfits. Gefällt mir aber, wie gesagt, richtig gut. Schreibt gerne eure Meinung dazu in die Kommentare und dann sehen wir uns beim restlichen Vlog. Freunde, ich bin jetzt hier in Kreuzberg unterwegs, ich nehme mich natürlich mit. Wir gehen jetzt in ein, zwei Vintage-Läden und danach gucken wir noch gleich bei Hannes vorbei. Hier auch wieder Active Jackets, sogar ein echt ganz geiler Colorway. 210 ist aber Quatsch. Hier auch irgend so ein Velour-Ding von Burberry. Man muss halt wirklich die Form davon nehmen. Es hat relativ körperbetont, ein bisschen boxy geschnitten, eigentlich. Echt solide Jacken, muss ich sagen. Ich muss sagen, die hier gefällt mir besser von der Form hier vorne alles. Aber ich sag, die ist ein ganz kleines Stückchen zu lang für mich. Und wir machen ein paar Fotos von Ben, ein bisschen Produktbilder. Ja, der gute Herr hat sich nämlich eine Winterjacke ausgesucht und die wird jetzt geshootet. Ein bisschen dieses, wow, checkt mal den Jigo ab. Pap! Ich glaube, ich habe mich gestern irgendwie ein bisschen erkältet und zwar war ich gestern noch beim Soulbox-Event. Shoutouts da an Soulbox, die haben mit Daily Paper, glaube ich, eine kleine Kollektion rausgebracht. Dort ist unter anderem auch Boomlock aufgetreten, war sehr geil eigentlich. Die Location war halt sehr klein, aber trotzdem war die Stimmung sehr geil. Vielleicht, ich glaube, ich jetzt mal ein Video davon ganz kurz ein. Ja, und ich habe zwei neue Pickups, die ich euch jetzt nochmal sehr gerne vorstelle. Und zwar ist das erste direkt diese Hose hier. Und zwar ist sie von Terra. Und zwar ist sie von Terra, der Brand von Yoshi. Soweit ich weiß, droppt das, wenn ihr das Video seht, in 5 oder 6 Tagen. Und ich sage, diese Hose ist richtig geil. Perfekte Länge, könnte unten, finde ich persönlich, noch ein ganz kleines Stück breiter sein. Sonst finde ich die Hose aber perfekt. Ich weiß nicht genau, wie die Farbe auf dem Video rüberkommt. Aber es ist wirklich ein ganz, 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 ganz dunkles Grün, wenn nicht sogar Braun. Hat, wie ihr in den Close-Ups wahrscheinlich schon sehen konntet, so Bondage-Stripes, die mir auch echt gut gefallen. Kommen wir zu meinem letzten Pickup und das habe ich natürlich auch. Und zwar ist es eine Pufferjacke und ich hatte seit 5 Jahren, glaube ich, keine Pufferjacke mehr, weil ich immer auf Active Jackets oder irgendwelchen anderen Lederjacken hängen geblieben bin. Dieses Jahr hatte ich richtig Bock auf diese Jacke. Ich hatte die schon so lange im Visier und ich habe sie Vintage gekauft. Hatte die auch gestern schon beim Event, dann habe richtig viele Komplimente für die Jacke gekriegt. Man muss dieses Grün mögen, aber ich mag es zu 100%. Es ist hier dieser CP Company typische Farbverlauf drin. Und wer sagt, dass die
Pfeffer nicht geil ist, den check ich nicht. Hier nochmal so ein CP Company Patch, hat leider keine Goggles in der Mütze drin. Der, man kann sich bei dem Fit hier, bei diesem etwas sportlicheren Gorbcore Fit, gar nicht beschweren, vor allem passt das perfekt auf diese geile Hose hier. Ich glaube, der Vlog war ein bisschen chaotisch zwischendurch. Und das nächste Video kommt wahrscheinlich genau in einer Woche.